Die gewundenen Überreste einer vom Krieg erschütterten Anlage in den Bergen. Es sieht so seltsam aus. Sie verliert sich einfach in den Wäldern. Ein geheimnisvoller Militärbau, einsam in eisigen Gewässern. Ein wirklich mysteriöser Ort. Was könnte das gewesen sein? Das auf Grund gelaufene, rostige Wrack eines längst verlassenen Schiffes. Es hat etwas Gruseliges an sich. Man fragt sich, was dahinter steckt. Und eine marode Brücke im südlichsten Bundesstaat der USA. Sie scheint nirgends hinzuführen, es steht nichts darauf. Was war also ihr Zweck? Sie zählten einmal zu den fortschrittlichsten Bauwerken ihrer Zeit. Mit das Modernste, was Ingenieurs und Baukunst zu bieten hatten. Dann wurden diese Anlagen aufgegeben. Manche sind heute lebensgefährlich verseucht. Aber wer hat sie erschaffen und wie? Und warum wurden sie wieder aufgegeben? In Bosnien, in den Bergen um Sarajevo, steht eine rätselhafte verlassene Anlage. Entlang eines Berghangs windet sich ein Geflecht schneebedeckter Betonmauern, Brücken und Kanäle. Die Anlage sieht echt seltsam aus. Diese gewundenen, länglichen Aufbauten, die aus der Wand hochragen. Das Ganze scheint sich fast in den Wäldern zu verlieren. Es sieht aus wie aus Mad Max, ein Austragungsort für futuristische Todesspiele. Durch die Wälder hoch über der Stadt schlängelt sich ein Betonkanal. Er verfällt langsam, ist voller Graffiti, von Moos bewachsen. Ein sehr seltsamer Ort. Und es ist nicht die einzige verlassene Anlage hier. An den Berghängen rund um die Stadt stehen weitere verfallene Bauten. Gemeinsam erzählen sie eine düstere Geschichte, die Jahrzehnte zurückreicht. Aber wofür wurden sie einst errichtet? Und warum sind sie heute verwahrlost und verlassen? Ein Teil der Antwort hängt mit der zerstörerischen Schlacht um Sarajevo während des Bosnienkriegs zusammen. Die Belagerung von Sarajevo, der Hauptstadt Bosniens und Herzegowinas, wurde zum blutigen Symbol des Konflikts. Sie begann im April 1992, als 13.000 bosnisch-serbische Soldaten die Stadt einkesselten und endete erst nach fast 4 Jahren. Damit dauerte sie deutlich länger als die Belagerungen Stalingrads und Leningrads während des Zweiten Weltkriegs. Was hier geschah, warf düstere Schatten über das Land und machte Männer wie Stanislav Galic und Dragomir Milošević weltweit berüchtigt. Waren die Bauten Teil eines Militärkomplexes? Auf den ersten Blick ähneln sie tatsächlich einer sturmreif geschossenen Verteidigungsanlage. Das ist eine strategisch wichtige Lage, denn typischerweise hat die Konfliktpartei mit der höher gelegenen Position einen Vorteil. Von hier aus konnte man mit Artillerie und Heckenschützen die Stadt terrorisieren. Die Heckenschützen zielten damals auf jeden. Sie erschossen nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten, Kinder, jeden, der eben ins Kreuzfeuer geriet. Es war grausam. Aber die Anlagen waren nicht für den Krieg gebaut worden. Sie waren Teil eines der stolzesten Ereignisse in der Geschichte der Stadt. Es sind die Überreste von Austragungsstätten der Olympischen Winterspiele 1984.
Die Winterspiele waren sehr bedeutsam für Sarajevo. Es war das erste Mal, dass sie in einem sozialistischen Staat ausgetragen wurden. Und für Jugoslawien waren sie die Chance, sich der Welt im besten Licht zu präsentieren. Damit rückt Sarajevo in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Und man hofft, dass sich das für den Tourismus in Jugoslawien positiv auswirkt. Aber wie bei vielen anderen Olympischen Spielen liefen die Kosten für den Bau von Infrastruktur und Sportstätten völlig aus dem Ruder. Auch die verfallenden Bauten hier sehen eher nach Verzweiflung als nach Feierlichkeit aus. Gelang es Sarajevo, die Spiele zu einem Erfolg zu machen? Man muss den Sportlern und allen, die herkommen, um die Spiele zu sehen, etwas bieten. Da gab es viel zu tun. Sarajevo musste sehr viel Geld investieren in die Sportstätten selbst und in die Infrastruktur, um mit den Menschenmassen fertig zu werden. Eine enorme Aufgabe. Eine der wichtigsten Austragungsstätten war dieser gewundene Betonkanal. Seine Lage am Berghang lässt schon erahnen, worum es sich dabei handelt. Eine Bob- und Rodelbahn. Slavko Malic hat damals eine der olympischen Austragungsstätten verwaltet. Sie ist eine der steilsten Bahnen der Welt. Die Bobs erreichen hier sehr hohe Geschwindigkeiten und die Fahrer mussten aufpassen, nicht umzukippen. Aber obwohl sie so schnell und so steil war, galt die Bahn als eine der sichersten. Heute erzählen die verfallenden, löchrigen Überreste auch von ihrem späteren Schicksal. Aber waren die Bahn und die anderen Anlagen am Berg Teil einer olympischen Erfolgsgeschichte? Am 8. Februar 1984 blickte die Welt nach Sarajevo. Die Winterspiele waren nicht nur technisch und organisatorisch betrachtet ein Erfolg, sondern auch finanziell. Ein Plus von umgerechnet 20 Millionen Dollar spricht wohl für sich. Ich wüsste nicht, dass Olympische Spiele je so ein Erfolg waren. Vor allem nicht mehr heutzutage. Es waren die ersten Winterspiele seit Anfang der 1930er Jahre, die Geld einbrachten. Für Jugoslawien ein großer Erfolg. Nach den Winterspielen wurden die Anlagen weiter genutzt. Auf der Rodelbahn wurden Weltmeisterschaften ausgetragen. Und das Skigebiet war eins der beliebtesten im Land. Heute ist unübersehbar, dass der olympische Traum schließlich ausgeträumt war. Was also ist geschehen? Ich hätte nie gedacht, dass es in Sarajevo Krieg geben könnte. Nicht eine Sekunde lang hätte ich mir das vorstellen können. Die Bewohner der Stadt sahen diesen Krieg nicht kommen. Nur 8 Jahre nach den Spielen 1992 zerbrach die Sozialistische Republik Jugoslawien. Und Sarajevo wurde zu einem Schlachtfeld des Bosnienkriegs. Fast 4 Jahre anhaltende Kämpfe zwischen der muslimischen, serbischen und kroatischen Bevölkerung Bosniens zerrissen die Region. Die bosnischen Serben hatten die Stadt fest im Griff und belagerten sie 44 Monate lang. Die längste Belagerung einer Hauptstadt in der neueren Geschichte. Der von Löchern durchsiebte Beton der Bauten erzählt bis heute vom Krieg. Und der Berghang, an dem die Rodelbahn steht, spielte darin eine düstere Rolle. Die Bobbahn war eine Zeit lang die Frontlinie zwischen den Kriegsparteien. Unglücklicherweise wurde die Bahn durch Granatwerfer beschädigt und noch dazu als Artilleriestellung benutzt. Alle Anlagen in der Nähe wurden zerstört. Wegen ihrer erhöhten Lage über der Stadt wurden dieser und andere Berghänge rund um Sarajevo
zu wichtigen Angriffsstellungen, von denen aus die bosnisch-serbische Artillerie die Stadt unter Dauerbeschuss nahm. Auf dem Höhepunkt der Belagerung gingen täglich 300 Granaten auf Sarajevo nieder. Der bosnisch-serbische Befehlshaber sagte, bombt sie in den Wahnsinn, und das taten sie. Erinnerungen an die große Geschichte der Stadt verblassten neben Berichten furchtbarer Gräueltaten. Am Siegertreppchen spielten sich einige der schlimmsten Ereignisse ab. Soldaten nahmen Bewohner der Stadt gefangen, brachten sie zum Siegertreppchen und richteten sie dorthin. Das einstige olympische Hotel wurde als Gefängnis genutzt. Während der Belagerung starben so viele tausend Menschen, dass der Platz ausging, um sie zu begraben. So wurde schließlich das Olympiastadion zum Friedhof umfunktioniert. Am 29. Februar 1996 hatte das Martyrium endlich ein Ende. Aber bis es soweit war, hatten bereits mehr als 11.000 Einwohner Sarajevos ihr Leben gelassen. In der Stadt wurde inzwischen einiges wieder aufgebaut, aber die verlassenen Anlagen an diesem Berghang erinnern bis heute an das wohl dunkelste Kapitel in der Geschichte Sarajevos. Die Überreste dieser Winterspiele sollten uns ein Andenken an den Geist und die Errungenschaften Jugoslawiens sein. Nicht an die grauenvollen Dinge, die sich hier später abspielten. That came later. 160 Kilometer südwestlich von Miami steht ein riesiges, verlassenes Bauwerk. Zwischen den Florida Keys erstreckt sich diese rund anderthalb Kilometer lange Brücke. Wie eine riesige, umgefallene Stahlkonstruktion. Ein beeindruckender Bau aus Stahl und Beton. Mittendrin klafft eine große Lücke. Eine kleinere gibt es am südlichen Ende. Sie scheint nirgends hinzuführen. Es steht nichts darauf. Was war also ihr Zweck? Ein rostiges Rohr verläuft entlang der unteren Ebene durch eine verschachtelte Metallstruktur. Darüber bilden rissige Betonplatten eine ehemalige Fahrbahn. Hat der Standort der Brücke etwas mit ihrem schlechten Zustand zu tun? Die Florida Keys liegen mitten im Hurrikangebiet. Südflorida wird am häufigsten getroffen. Aber was war der Zweck dieser riesigen Brücke? Warum wurde sie hier erbaut? Und warum wurde sie sich selbst und dem Meer überlassen? Ein Teil ihrer Geschichte ist mit einem Ort in Mittelamerika verbunden, gut 1600 Kilometer entfernt. Hier wurde um den Beginn des 20. Jahrhunderts eines der ehrgeizigsten Bauprojekte aller Zeiten umgesetzt. Der Panama-Kanal. Schiffe können seitdem vom Pazifik in den Atlantik oder in die andere Richtung fahren, ohne tausende Kilometer Umweg um Kap Horn machen zu müssen. Es war eine Revolution des Frachtverkehrs. Die 82 Kilometer lange künstliche Wasserstraße sollte Pazifik und Atlantik verbinden und den Frachtverkehr so einfacher und schneller machen. Die Arbeiten hatten bereits 1881 begonnen, aber der Bau war zäh, schwierig und riskant. 1904 übernahmen schließlich die USA die Kontrolle über das Bauprojekt. Und 1914 konnte der Kanal eröffnet werden. Jetzt rückte plötzlich Key West in den Fokus. Als südlichster Punkt der kontinentalen USA war die Inselstadt perfekt geeignet, für die Schiffe das Tor zu den Vereinigten Staaten zu werden.
Aber der US-Bundesstaat Florida war darauf nicht vorbereitet. Key West war eine florierende Hafenstadt, eine der größten Städte in ganz Florida. Interessanterweise war aber der Rest von Florida damals noch kaum entwickelt. Es bestand größtenteils aus unbewohntem Buschland und Sümpfen. Die Ferienorte und Städte und Disney World, das alles gab es noch nicht. Das Hauptproblem war, dass Key West keine Straßenverbindung zum Festland hatte. Und der Staat plante auch nicht, eine zu bauen. Wer also errichtete die Brücke und warum? Park Ranger Elaine Mason weiß darüber Bescheid. Ein Mann namens Henry Morrison Flagler beschloss, die Brücke zu bauen. Er hatte bereits mit dem Bau der Eisenbahnstrecke entlang der Ostküste bis nach Miami begonnen und entschied, die Strecke nach Key West zu verlängern. Er ging es also an. Die Brücke überspannte einmal die tückischsten Gewässer, die die Bahnstrecke queren musste. Es ist die Bahia Honda Bridge. Das war eine der technisch schwierigsten Aufgaben des gesamten Bauprojekts, weil das Wasser relativ tief ist. Es ist nicht so leicht, dort zu bauen. Damals war sie eine echte technische Innovation. Und heute, 100 Jahre später, steht sie noch immer. Aber diese Brücke war nur eine von vielen. Die gesamte Strecke sollte über 200 Kilometer von Key West bis aufs Festland führen. Es war ein ehrgeiziges Projekt. Wenn man sich mal die Karte anguckt, sieht man, dass die Strecke fast genauso weit über das Wasser zwischen den Inseln führt wie über die Inseln. Das hieß also, Brücken über rund 40 verschiedene Wasserabschnitte zu bauen. 1905 begannen die Arbeiten an der Bahnstrecke, der sogenannten Overseas Railroad. Um ein Erfolg zu werden, musste sie vor der Eröffnung des Panamakanals fertig sein. Und falls es nicht gelang, die Gewässer um Bahia Honda Key zu queren, war das ganze Projekt gescheitert. Die Bahia Honda Bridge war der schwierigste Abschnitt für die Arbeiter. Sie ist 1,5 Kilometer lang. Der Kanal ist mit etwa 9 Metern der tiefste zwischen den Keys. Die Strömung ist stark und es gibt jeden Tag 4 Gezeitenwechsel. Und auch das manchmal extreme tropische Wetter machte sich bald bemerkbar. Eine der Schwierigkeiten in den Keys sind die Hurricanes. Heute wissen wir eine Woche im Voraus, wenn einer kommt. Aber damals kamen sie wie aus dem Nichts. Es gab noch keine so genauen Wettervorhersagen. Man konnte sich nicht auf Hurricanes vorbereiten. Deswegen starben auf den Keys viele hunderte Menschen durch sie. Während der Bauarbeiten wurden die Brücken von 3 schweren Hurricanes erschüttert. Mehr als 100 Arbeiter kamen ums Leben und das gesamte Projekt stand auf der Kippe. Aber nach 3 Jahren war es geschafft. Die Bahia Honda Bridge erstreckte sich 1540 Meter weit bis zur nächsten Insel. Doch wurde der Rest der Bahnstrecke ebenfalls rechtzeitig fertig? Es war schwierig, die Brücken zu bauen. Die Gegend war zum großen Teil noch unerschlossen. Es gab Moskitos und andere Insekten. Es war sehr heiß und alles an Trinkwasser und Nahrung musste hergeschafft werden. Außerdem noch die Baumaterialien. 1912 waren die Bahia Honda Bridge und die gesamte Strecke der Overseas Railroad schließlich fertig und befahrbar. 2 Jahre früher als der Panamakanal. Jeder technikinteressierte Mensch auf Erden kannte damals den Panamakanal als beeindruckendstes Bauwerk des Planeten. Aber für viele lag diese Eisenbahnstrecke auf einem knappen 2. Platz. Und ging der Plan auf? Entstand hier das Tor zu den USA? Leider erfüllte sich der Traum vom Handelsverkehr durch den Panamakanal nicht.
Die Schiffe fuhren einfach an Key West vorbei zu den großen Häfen an der Ostküste oder in Richtung Texas und New Orleans. Dadurch kam also kein Geld rein. Aber immerhin kamen Touristen so nach Key West, bis dann der Labor Day Hurricane von 1935 zuschlug. Mehr als 200 Brückenarbeiter kamen bei dem Unwetter ums Leben. Insgesamt starben auf den Keys mehr als 400 Menschen durch den Hurricane. Neben den Todesfällen verursachte er außerdem einen Millionenschaden an der Overseas Railroad. Und das Unternehmen konnte die nötigen Reparaturen nicht bezahlen. Sie verkauften das Ganze mit allem Drum und Dran an den Staat, der sowieso schon an einem Highway baute. Die alten Brücken wurden umgebaut und für Autos befahrbar gemacht. In den 1970er Jahren entstand neben der Bahia Honda Bridge eine neue, vierspurige Brücke. Ein Stück der alten Brücke wurde entfernt, damit Schiffe durchfahren konnten. Letztlich wurde sie ganz dem Verfall überlassen. Heute sind die zwei Teile der Bahia Honda Bridge die sichtbarsten Erinnerungen an ein außergewöhnliches Bauprojekt. Aber es finden sich auch noch kleinere Andenken. Vor ein paar Wochen fand ich am Strand diesen Schienennagel. Er ist über 100 Jahre alt. Man sieht noch die Spuren der Hammerschläge hier oben. Das führt einem noch einmal vor Augen, wie hart die Männer damals in der prallen Sonne gearbeitet haben. Dieser Nagel erzählt eine ganz eigene Geschichte. Tausende Kilometer von Florida entfernt steht in der Ostsee vor der Küste Polens eine rätselhafte Anlage. Gut 300 Meter vom Land entfernt ragt dieser verfallende Betonbau aus dem Wasser empor. Mit dem Aussichtsturm und der isolierten Lage sieht es aus wie ein Hochsicherheitsgefängnis oder das Hauptquartier eines James-Bond-Bösewichts. Der Turm ist etwas seltsam. Man fragt sich, ob es eine Art Leuchtturm oder Meeresforschungseinrichtung war. Es sind nur die Überreste einer wohl einst viel größeren, eindrucksvolleren Anlage. Und was oberhalb der Wasserlinie zu sehen ist, erzählt nur einen Teil der Geschichte. In der Nähe liegt ein versunkener Steg. Da fragt man sich, ob er mal dazugehört hat. Dieser Ort birgt viele Rätsel und wirft viele Fragen auf. Wozu also diente diese Anlage? Und warum wurde die Verbindung zum Land gekappt, sodass sie nun verlassen im Meer steht? Die Antwort geht auf ein NS-Waffenforschungsprogramm während des Zweiten Weltkriegs zurück. Eines der wichtigsten Waffensysteme während des Zweiten Weltkriegs war der Torpedo. Die von deutschen U-Booten abgefeuerten Torpedos hatten das Potenzial, den Krieg massiv zugunsten der Nazis zu beeinflussen. Torpedos können ein Kriegsschiff zwar beschädigen, aber normalerweise nicht versenken. Ungepanzerte Handelsschiffe sind für sie jedoch leichte Beute. Im Kampf um die Vorherrschaft im Atlantik terrorisierten deutsche U-Boot-Verbände mit ihrer Rudeltaktik die Handelsflotten der Alliierten. Für die Kriegswirtschaft der Briten waren die Konvois über den Atlantik unverzichtbar. Die sogenannte Atlantikschlacht war eine entscheidende und eine der längsten des ganzen Zweiten Weltkriegs. Insgesamt verloren die Alliierten 3.500 Handels- und 175 Kriegsschiffe. Mehr als 72.000 alliierte Seeleute wurden getötet. Vor allem ein Mann wird mit der deutschen Rudeltaktik assoziiert, Admiral Karl Dönitz. Ab 1939 Oberbefehlshaber der U-Boote. Er setzte sie als vernichtende Waffen ein.
Aber die Torpedos der Unterseeboote waren nicht immer zuverlässig. Zu Beginn des Krieges explodierten 30% der Torpedos nicht, wann sie sollten. Das Problem an den deutschen Torpedos waren die Abstandszünder. Sie wurden vom Magnetfeld der Erde gestört, sodass sie oft weit vor ihrem Ziel detonierten. Da war also eigentlich eine Menge Grundlagenforschung nötig. Aber bei Kriegsbeginn 1939 hatte Deutschland sie noch nicht erledigt. Den deutschen Befehlshabern war klar, dass die Torpedotechnologie schleunigst verbessert werden musste. In dieser Anlage sollte zur Lösung des Problems geforscht werden. Der Torpedowaffenplatz Hexengrund in der damals deutsch besetzten Danziger Bucht. Taucher Mario Szymanski kennt sich hier gut aus. »2001 tauchte ich das erste Mal an der Torpedotestanlage. Sie war immer geheimnisumwoben. Es ist nicht so ohne, hier zu tauchen, denn im Wasser lauern so einige Gefahren, zum Beispiel Teile von Torpedos und andere Dinge.« In Polen ist der Bau heute als Torpedownia bekannt. Aber was hier noch zu sehen ist, war nur ein kleiner Teil des Gesamtkomplexes. An Land gab es unter anderem einen Fliegerhorst, Fertigungsanlagen und einen Rangierbahnhof. Rund 2500 Menschen arbeiteten auf der gesamten Torpedotestanlage. Es gab Einstiegsstellen für Taucher, Häfen für kleine Schiffe, Forschungseinrichtungen, Werkstätten und Unterkünfte für die Bediensteten. Die Anlage im Wasser war mit all dem über einen langen Pier verbunden, über den die neuen Torpedos herantransportiert wurden. Er führte zu diesem U-förmigen Gebäude, das dazu diente, die Torpedos abzufeuern, die vor Ort gefertigt worden waren. Torpedownia spielte eine sehr wichtige Rolle. So wollte sich die deutsche Kriegsmarine den entscheidenden Vorteil in der Atlantikschlacht verschaffen. Aber warum haben die Deutschen die Testanlage in der Bucht von Danzig gebaut, weit ab der eigentlichen Schlacht? Die Torpedotestanlage wurde 1940 eingerichtet und 1942 in Betrieb genommen. Die Deutschen wählten bewusst einen abgelegenen Ort, an dem keine Luftangriffe der Alliierten zu befürchten waren. Dieses Forschungs- und Entwicklungszentrum musste geschützt werden, denn es war sehr wichtig für den Bau von Torpedoprototypen. Aber diese Torpedos waren nicht für den U-Boot-Einsatz bestimmt. Der Hexengrund wurde von der Luftwaffe betrieben. Die Waffen sollten also per Flugzeug eingesetzt werden. Mehrere Länder hatten bereits wirksame Lufttorpedos. Darunter auch Japan, dessen Streitkräfte ihre zerstörerische Kraft 1941 bei dem Angriff auf die US-Flotte in Pearl Harbor unter Beweis gestellt hatten. Deutschland hinkte auf diesem Gebiet hinterher. In den frühen Kriegsjahren verpasst Deutschland vor allem in der Schlacht bei Norwegen die Gelegenheit, britische Kriegsschiffe anzugreifen und der britischen Flotte Verluste beizubringen. Den Deutschen fehlt ein wirkungsvoller Lufttorpedo. Die NS-Führung erwartete schnelle Ergebnisse. Und hier sollten sie erzielt werden. Aber Lufttorpedos zu entwickeln, brachte eine Reihe völlig neuer Schwierigkeiten mit sich. Torpedos sind sehr empfindlich. Es ist schon schwer genug, sie von einem U-Boot oder Schiff aus abzufeuern. Sie aus der Luft abzuwerfen, ist etwas völlig anderes.
Man braucht irgendeine Vorrichtung, um sie gesteuert abwerfen zu können, sodass sie beim Wechsel vom Medium Luft ins Medium Wasser nicht außer Kontrolle geraten. Auf den ersten Blick scheint wenig darauf hinzudeuten, dass es der Luftwaffe hier je gelang, schlagkräftige Torpedos zu entwickeln. Aber die Ostsee gibt manchmal einige Geheimnisse der Anlage preis. Das hier ist ein äußerst seltenes Objekt. Es handelt sich um eine Tauchvorrichtung, die am Sprengkopf des Torpedos angebracht war. Das ist wahrscheinlich der einzige noch existierende Prototyp weltweit. Aber nicht nur diese Hülle hat überdauert. Auch einige komplexere Komponenten sind in erstaunlich gutem Zustand erhalten. Das ist das Kreiselinstrument. Es funktioniert auch noch, wie man sieht. Es kontrollierte die Bahn des Torpedos wie eine Art Computer. Vom Kreiselinstrument hing alles ab. Es war das wichtigste Steuerungselement des Torpedos. Hier wurden die neuen Torpedo-Prototypen getestet. Die Ingenieure beobachteten die Versuche vom Turm aus. Der Torpedo wurde von einer Rampe aus in einen Unterwasserabschussschacht eingelegt. Dann schoss man ihn in einem 11 Kilometer langen Kanal durch die Bucht. Zum Schluss wurden sie mit Torpedonetzen abgefangen. Auf kleinen Booten brachte man dann Taucher raus, die die Torpedos bargen. Anschließend wurden gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen und die Torpedos dann erneut getestet. Bei weiteren Tests warfen Flugzeuge Torpedos über der Bucht ab. Aber letztlich gelang es der Luftwaffe nicht, zu anderen Nationen aufzuschließen. In der Schlacht wurden aus anfänglichen Erfolgen bald enorme Verluste, als die Alliierten immer besser darin wurden, tieffliegende Torpedobomber abzuschießen. Hätten sie die Lufttorpedos schon früher im Krieg gehabt, hätte das zum Beispiel im Mittelmeer enorme Auswirkungen haben können. Aber dazu kam es nicht. Der Hexengrund hätte eine große Rolle spielen können, hat er aber nicht. Die Anlage funktionierte zwar, aber man hatte einfach viel zu spät mit der Forschung begonnen. Sie waren einfach zu spät dran. Es gelang nicht mehr, die Torpedotechnik rechtzeitig zu perfektionieren. Die Nazis hatten gehofft, am Hexengrund einen entscheidenden Vorteil im Atlantikkrieg erzielen zu können. Aber daraus wurde nichts. Mit dem Vormarsch der Roten Armee wurde die Anlage schließlich aufgegeben. Heute stehen nur noch Überreste des U-förmigen Gebäudes. Die vordere Wand ist schon vor Jahren ins Meer gestürzt. Wie lange dieses Denkmal des Scheiterns noch sichtbar sein wird, ist fraglich. Es erinnert daran, wie viel von technischem Fortschritt abhängig ist. Wer sich nicht schnell genug weiterentwickelt, wird scheitern. So wie es den Deutschen mit ihren Torpedos ergangen ist. Im Meer um die Falklandinseln im Südatlantik bietet sich ein seltsamer Anblick. Ein verlassenes Segelschiff, gestrandet auf einer Sandbank. Da liegt dieses rostige Wrack in der Bucht. Woher kommt es? Bei einem Wrack denkt man meist an ein völlig kaputtes Schiff. Aber dieses wirkt noch ziemlich intakt. Woraus besteht es? Warum zerfällt es nicht? Man fragt sich, was damit los ist. Es sind kaum große Schäden zu sehen. Es wirkt fast, als könne man Segel setzen und direkt aus dem Hafen hinausfahren. Das Schiff hält sich wacker aufrecht, als habe es sowohl der Zeit als auch den Elementen getrotzt. Es hat etwas Gruseliges an sich. Man fragt sich, was dahinter steckt, was es mit diesem Relikt vergangener Zeiten auf sich hat.
das da auf seine Crew zu warten scheint. Warum ist es in diesem beklagenswerten Zustand? Wurde es im Krieg angegriffen? Haben Piraten es gekapert und dann einfach dort zurückgelassen? Oder hat die Crew gemeutert? Was ist mit diesem Schiff passiert? Und warum ist es ausgerechnet in dieser abgelegenen Gegend gestrandet? Die Geschichte beginnt auf der anderen Seite des Atlantiks in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als ein mächtiges Reich die Meere beherrscht, Großbritannien. Es war die Zeit der industriellen Revolution. Nur wenige Jahrzehnte zuvor war die Textilindustrie der wichtigste Teil der britischen Wirtschaft gewesen. Jetzt galt Großbritannien als Werkstatt der Welt, war ein industrielles Machtzentrum, dank der neuen Fabriken in den großen Städten. Zwei Voraussetzungen waren unerlässlich, um die britische Industrie am Laufen zu halten. Die schlagkräftige Royal Navy als stärkste Flotte der Welt und das britische Weltreich. Das britische Weltreich als größtes Reich der Geschichte basierte auf dem Handel. Sobald die industrielle Revolution eingesetzt hatte und Großbritannien sich nicht mehr selbst versorgen konnte, waren die Briten darauf angewiesen, Nahrung und Rohstoffe aus dem Ausland einzuführen und ihre Güter weltweit zu exportieren und zu verkaufen. Um die ganze Fracht transportieren zu können, wurden dringend mehr und billigere Schiffe gebraucht. Sie war eines davon. Die Lady Elizabeth. . 1879 ging sie auf Jungfernfahrt. Aber wozu ein Dreimaster im Zeitalter der Dampfmaschine? Die Antwort lautet: Kosten. Ein Segelschiff verbraucht keine teure Kohle. Der Wind ist gratis. Man darf es nur nicht eilig haben. Die Ware kommt ja auch mit einem Segelschiff irgendwann ans Ziel. Sie wirkt zwar altmodisch, ist aber eher ein modernes Schiff. Das sieht man am Baumaterial. Ihr Rumpf ist aus Eisen, nicht aus Holz. Eisen rechnet sich mehr als Holz, denn so hat man mehr Platz für die Fracht. Und das bedeutet, dass die Fahrten profitabler sind. Aber welches Unglück führte dazu, dass dieses zuverlässige, profitable Schiff so fern seiner Heimat zurückgelassen wurde? Das Leben auf See war damals keine Vergnügungsfahrt, wie die Mannschaft der Lady Elizabeth bereits 1884 zu spüren bekam, auf der Überfahrt von London nach Sydney. Als sie das Kap Horn umsegelten, gerieten sie in Winde mit Hurrikanstärke, die das Schiff schwer beschädigten. Die Crew kämpfte sich stundenlang ab, um das Unwetter zu überstehen. Sie mussten die Masten an diesem hin- und herschaukelnden Schiff hochklettern. In einem Moment baumelten sie links über dem Wasser, im nächsten rechts. Oft fielen die Seeleute aus der Takelage direkt ins Wasser. Und umzukehren, um sie zu retten, war absolut unmöglich. Die Lady Elizabeth erreichte den nächsten Hafen. Aber für einige Crewmitglieder war die Überfahrt zu viel gewesen. Sie kehrten der Lady den Rücken und kamen nie wieder. Einige Jahre später dann verschwanden zwei an Malaria erkrankte Seeleute auf rätselhafte Weise von Bord. Plötzlich war einer der Männer weg. Und es sprach sich schnell an Bord herum, dass er unauffindbar war. Das war schon seltsam. Aber noch schlimmer wurde es, als am Abend auch noch der zweite Mann verschwand. Beinahe brach Panik aus. Die Crew prüfte die Rettungsboote, die waren alle noch da. Es war völlig ruhige See.
Bis heute weiß man nicht, was mit diesen zwei Männern passiert ist. Aber was ist diesem Schiff zugestoßen, das mysteriöse Tragödien und schwerste See überstanden hat? Warum ist es hier an den Falklandinseln gestrandet? Das Ende der Lady Elizabeth kam 1913. Ihre letzte Fahrt führte sie mit einer Ladung Holz auf die lange Reise von Vancouver bis in den Süden Afrikas. Wieder kam sie in schwere See. Das Schiff wurde stark beschädigt und vier Mann wurden im Unwetter vor Kap Horn über Bord gespült. Die Schäden am Schiff waren so groß, dass der Kapitän beschloss, den nächsten Hafen anzulaufen. Die Seeleute kämpften im Unwetter um ihr Leben. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Auf dem Weg zum Hafen rammte die Lady Elizabeth einen Felsen. Sie steuerten einen kleinen Hafen auf den Falklandinseln im Südatlantik an und krachten auf dem Weg dorthin in einen Felsen, der ein großes Loch in den Rumpf riss. Und das Schiff lief voll Wasser. Die Lady Elizabeth war schwer leckgeschlagen. Voll Wasser laufend schaffte sie es gerade noch so in den Hafen. Damit waren ihre Tage auf hoher See vorbei. Sie wurde geflickt, verkauft und als schwimmendes Holzlager im Hafen festgemacht. Aber wenn sie nicht mehr auf große Fahrt ging, wie kam sie dann an ihren jetzigen Standort? Am 17. Februar 1936 tobte ein Unwetter über den Falklandinseln und die Lady Elizabeth wurde aus ihrer Verankerung in Port Stanley gerissen. Sie trieb in die Whalebone Cove, wo sie auf eine Sandbank lief, und dort rostet sie seitdem vor sich hin. Das Interessante und auch Gruselige an der Lady Elizabeth ist, dass ihr eiserner Rumpf so intakt wirkt. Wenn ein Wrack fast 100 Jahre im Wasser liegt, sind meistens nur noch Teile davon übrig. Hier stehen sogar die Masten noch. Sie sieht aus, als sei sie noch vor nicht allzu langer Zeit seetüchtig gewesen. Heute erinnert das rostige Wrack der Lady Elizabeth an die Seeleute, die ihr Leben ließen. Und an die Gefahren auf hoher See. Die Moral von der Geschichte der Lady Elizabeth ist, dass die Seeleute damals ein schwieriges, gefährliches Leben führten, das oft tragisch endete. Es gab mal Pläne, ein schwimmendes Museum aus der Lady Liz zu machen, um an ihre langen Dienstjahre und ihre Fahrten rund um die Welt zu erinnern. Aber leider ist das an der Finanzierung gescheitert. Heute sind sie verlassen, aber sie zählten einmal zu den fortschrittlichsten Bauten der Welt. Diese verfallenden Konstruktionen sind ein Echo der Vergangenheit. Sie erzählen von Krieg und Schrecken, aber auch von Entdeckergeist und Fortschritt. Von allem, wozu Menschen fähig sind.